Hallo zusammen. Es gibt gute Nachrichten vom Schwanenteich. Die Stunden, Tage und sogar Wochen der Ungewissheit sind vorbei. Ja, das kann man so sagen. Und nun sind sie wieder da. Ja, es ist eine völlig irre Geschichte. Ihr werdet jetzt alle gucken, warum da jetzt Costa und Diva samt eine Gans drinne sitzen. Ja, der Costa, wie gesagt, der war jetzt die letzte komplette Woche in Behandlung. Man kann es oben vielleicht noch so ein bisschen erkennen, wo die Stelle war, wo er verwundet war. Da waren die beiden, wie gesagt, auf dem Teich und der Harald, der ist wohl jetzt schon circa ein halbes Jahr mit dort oben gewesen. Und ja, die drei haben sich sofort angefreundet und drehen seither ihre Runden dort oben im Teich. Und ich hoffe, das wird jetzt hier auch so sein. Wenn es natürlich nichts wird, kann man den Harald wieder mit wegnehmen. Aber einfach mal der Versuch, ein Pärchen Schwäne und ein Gander. Ja, ist eine verrückte Liebesgeschichte. Ob er sich jetzt auch bei Diva jetzt mitverantwortlich fühlt, das werden wir sehen, aber die drei sind ein Herz und eine Seele, ne? Wie man sieht. Ja, wie gesagt, Harald heißt er, genau. Harald heißt er, genau, Harald heißt er. Die sind alle drei, also der Harald, der war schon vornherein geschippt, aber Costa und Diva sind jetzt geschippt, dass einfach in Zukunft diese Probleme, wenn irgendwas wieder hier sein sollte, dass ich da sofort mein Handy gucken kann, da sind sie jetzt in irgendeinem Garten. Also ich muss sagen, hier bei der Suche, es hatten viele gefragt, aber hauptsächlich war halt der Geflügelverein Wittenberg, der mich da so mordsmäßig mit unterstützt hat. Herr Zasso, um zu erwähnen, der auch jede Minute genutzt hat oder die er Zeit hatte. Ja, ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich letzte Woche da nicht mehr dran geglaubt, dass er überhaupt noch hier irgendwo lähmt ist und die Geschichte an sich, wie es gelaufen ist, ist auch verrückt. Aber wie gesagt, das so eine Sachen überlassen wir die Polizei und hoffen, dass das jetzt hier endlich funktioniert. Vor 14 Tagen der Hinweis, dass wo jemand in der Mittelstraße gesehen wurde mit einem tragenden Schwan. So, das wurde nachgegangen. Aber wie gesagt, den Zeugen selber, also ich habe ihn gesehen, ich konnte das nur nicht richtig jetzt den Glauben schenken. Aber die Polizei, die müssen das ermitteln. Aber komisch ist es halt, dass er denn in der Bahnstraße gefunden worden ist. Also das ist unerklärlich. Ich meine, die laufen schon ein paar Meter, aber dass sie jetzt so eine Kilometer da zurücklegen, das ist eher wirklich unwahrscheinlich, ne? Wir wollen es ja eventuell in diesem Jahr wieder so machen, dass wir vielleicht wieder bis November sie hier lassen und sobald der Schwanenteich wieder zufriert, dass ich sie dann wieder mit zu mir hochnehme, Futterstellen. Ja, ich weiß gar nicht, ob derjenige schon hier ist. Also es ist ein Mitarbeiter von Feldbinder, der hat sich bereit erklärt, hier so eine, also es sind, eigentlich sollen zwei, es soll eine feste Futterstelle werden und eine schwimmende Futterstelle. Das heißt, da wird dann wie so ein Tau dran sein, mit Schloss und das können wir dann, oder wir werden uns jetzt, denke ich mal, in Zukunft aufteilen, ich und der, wo ist er hinter Stoffern? Da ist er. Vielleicht mit die Fütterei. Das kann man dann ranziehen und so, dass die Schwäne dann auch zentral direkt vom Schwanenteich fressen können. Ne? Wie gesagt, heute früh hat sich ganz kurzfristig die Frau Kummer ergeben vom Pferdestall. Da können wir jetzt auch unser Futter zwischenlagern, weil es mir jetzt auch ein bisschen was abnimmt. Ja, und die feste Futterstelle, das werden wir jetzt noch nicht so preisgeben, weil das soll so ein bisschen geheim bleiben, dass da nicht gleich oder irgendwas zerstört wird oder wie auch immer. Also es gibt in der nächsten Woche einen Termin, wo das Fachamt sitzen wird, wo die Leute, die es bauen wollen, sich bereit erklärt haben, zusammenzukommen. Und da werden wir schauen, was machbar ist in Größe, im Zusammenpassen zu dem Häuschen, was schon da ist. Und dann wird eine Entscheidung getroffen. Ich kann im Augenblick noch nicht sagen, was es wird und wie es wird, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Wie gesagt, wir haben im letzten Jahr geplant schon, jetzt dieses Jahr ist es noch nicht, dass sie brüten, aber jetzt im nächsten Jahr werden sie brüten. Und da sind wir halt auf die Idee gekommen, vielleicht so ein Costa und Diva-Haus zu errichten, wo sie dann wirklich auch die Möglichkeit haben, da in Ruhe zu brüten, ihre Jungen aufzuziehen. Und das ist jetzt halt geplant, aber dieser Weg halt dahin, das ist halt immer ein sehr steiniger Weg. Wie gesagt, was ich jetzt schon sagen kann, Resovit hat sich da bereit erklärt, dass dieses Haus auch zu bauen. Ja, und wie gesagt, das Genauere, das wollen wir dann nächste Woche dann beschließen, wie man das und wie das aussehen soll. Aber es soll schon ein bisschen was mit den beiden zu tun haben und
ja, ich hoffe, es wird eine schöne Sache. Ja, also ich hab's heute früh auch bei Facebook reingeschrieben. Also das Interesse, das ist wirklich überwältigend mittlerweile von den Leuten, also dass auch viele spenden wollen und so weiter und so fort, aber mir liegt es wirklich auch an den Herzen. Ich kann nun mal nicht immer 24 Stunden am Tag hier sein, um zu gucken, dass vielleicht jeder da ein Auge drauf hat und dass einfach auf die geachtet wird. Sie dürfen gefüttert werden, also wie gesagt, sie lieben Weißbrot, ich sag's immer wieder. Aber dass jeder vielleicht ein Auge drauf hat und wenn hier Jugendliche sind und mit irgendwas, ob es Bierflaschen sind, Stöcker sind, einfach Polizei rufen, Bescheid sagen, dass die da irgendwo ein bisschen geschützter sind und ja, dass wir halt auch noch die nächsten Jahre was von sie haben. Ne? Das liegt mir da wirklich doll an Herzen. Weißbrot, das dürfen sie füttern. Also nicht permanentes Brot, aber Weißbrot, das kennen sie jetzt bei mir schon, um das haben sie. Das ist für die so der Big Burger für uns Menschen. Yeah.